In einem kleinen bayerischen Dorf steht der Tante-Emma-Laden von Maria, Lena und Waltraud. Wegen der Wirtschaftskrise läuft das Geschäft alles andere als rund und die drei stehen kurz vor dem Ruin. Ein guter Plan muss her, denn die Bank will ihr Geld für einen Kredit zurück. Wir könnten telefonieren. Ich meine, so ein bisschen Liebesgeflüster am Telefon, da kann man einen Haufen Geld verdienen. Telefonsex? Ich hab mir das ganz genau überlegt. Wenn du bloß 3 Stunden was machst, dann kommst du auf 900 am Tag. Was ist so ein Gestöhne am Telefon? Du machst eine Riesenkohle, so schnell kannst du gar nicht schauen. Hier ist Maya. Ja, hallo. Nach etlichen zögerlich amüsanten Anläufen mit der erotischen Telefonhotline finden die Frauen schnell Gefallen an ihrem Nebenverdienst und das Geschäft kommt ins Laufen. Tut mir leid, das mache ich nicht. Moment bitte. Für die? Da steht ein französischen Akzent. Hallo, hier ist Sarah. Oh, bonjour, Chouchou. Hallo, du hast die ganz heiße Nummer gewählt. Oh. Für die heiße Lady Sarah willst du die 1. Für die liebevolle Maya die 2. Und für die süße Lolita die 3. Entscheide dich jetzt. Der Tante-Emma-Laden scheint gerettet. Doch schon bald kommt den dreien die intrigante Gattin des Bürgermeisters auf die Schliche und versucht, die neue Geschäftsidee auffliegen zu lassen. Im idyllischen Marienzell droht ein Skandal. Ja, aber das Klopapier wird's doch wohl haben, oder? Ah! Bandscheibe. Wenn man es nicht das ein bisschen übertreibt. Ah! Jakob! Oh, ich bin schon ganz nass. Ein Wahnsinn. Oh, ist der groß. Gleich haben wir es geschafft. Ja! Yeah. Liebesgeflüster. Ihr seid ja noch schlimmer, wie ich gedacht hab. Die turbulent charmante Komödie Eine ganz heiße Nummer beruht auf dem gleichnamigen Roman von Andrea Sixt. Der Film überzeugt mit seinen satirischen Figuren und slapstickartigen Wortwechseln. Eine deutsche Komödie, bei der das Lachen garantiert ist. Das Bonusmaterial der Blu-ray enthält neben einem Making-of und Interviews auch den schicken Yoga-Song, der extra für den Film produziert wurde.